Hi liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Ich denke, es ist Zeit, sich mal den Dungeons zuzuwenden. Das sind allerdings nur zwei Stück im Moment, die wir gehen können, nämlich die Brauerei Sturmbräu und der Tempel der Jadeschlange. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht versprechen, dass wir reinkommen, weil es einfach auch jetzt noch gerade recht früh am Tag ist und ja, die meisten Leute wahrscheinlich gerade nicht zocken. Recht früh in dem Sinne, dass die meisten Leute jetzt wahrscheinlich gerade arbeiten müssen. Die denn arbeitstätig gerade sind. Die Studenten haben es da besser, beziehungsweise eigentlich auch nicht, weil die meisten eigentlich auch was zu tun haben sollten. Ich jedenfalls habe es und habe heute schon meine erste Lernschicht erledigt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ganz nett, wenn man dann auch nochmal so, keine Ahnung, so um 10:30, ja, was einem sonst nicht so vergönnt ist, eine Runde zu zocken. Daran könnte man sich gewöhnen. Leider ist das allerdings nicht Alltag. So, der komische Boss da hinten hat, glaube ich, ein paar miese Fähigkeiten gehabt. Zeig doch mal, wie ihr ohne Hilfe eines fliegenden Kriegsschiffes kämpft. Aha. Etwas Besonderes. Ja, versteht das hat nicht. Hat auf jeden Fall schon mal einige. Oh Gott, mies. Brennt, Allianzabschaum! Brennt! Dieses. Ach du Scheiße. Kann ich noch nicht wirken. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Dieser Zauber ist noch nicht wirken. Kann ich noch nicht wirken. Okay. War doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Aber früher hat das irgendwie ein bisschen mehr Damage gemacht. Ich weiß es nicht genau. Ja, Hauptsache, die haben mir zugeguckt. Die hätten auch ruhig ein bisschen helfen können. So, was haben wir denn hier für Items? Ein Ausdauer, 2 Crits, 16 Tempo, 17 weniger Mastery. Ich tausche also Mastery gegen Haste. Das mache ich. Wir sind hier auf einer friedlichen Rettungsmission. Mastery gegen Haste ist ein Tausch, den ich durchaus eingehen möchte. Ja, sehr schön. Und da haben wir gleich die Mitfahrgelegenheit. Mal wohin auch immer. Ich finde ja die Musik auch wirklich gelungen. In Mists of Pandaria. Erinnert einen so zum Teil so ein bisschen an einen Besuch irgendwie im China-Restaurant. Und da bekommen wir tatsächlich einen Invite für einen Dungeon. Und den nehme ich auch gleich an. Unfassbar, dass wir jetzt einen bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Unos Dungeons. What? Warum ist denn die Tür da auf? Ach. Nö. Ich wollte gerade sagen. Wo sind die anderen? Das lädt immer noch auf. Nicht so eilig. Oh, hallo. Ah, da, okay. Hat gerade ein paar Ladeprobleme. Ich hatte nämlich gerade schon die Befürchtung, dass das wieder eine angebrochene Instanz wäre und wenn da jetzt nur noch der Endboss stehen würde, dann wäre ich hier rausgegangen, weil die Instanzen möchte ich hier schon gerne ganz zeigen, wo seid ihr? Ladeprobleme. Bei mir war gerade auch die Tür offen. Dachte dann nämlich schon, die wären beim Endboss. Frage ist, ob ich da hätte durchgehen können. Ich glaube nicht. Ja gut, aber wenn die anderen Leute ja auch diese Problematik haben oder hatten, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das nichts mit meiner Festplatte zu tun hatte, ne? Also. Ausgerechnet der Tank muss AFK. Der Monk. Oder der Dudu? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich
Viel Leben hat das Viech denn? 39.000. Ich mach mal das schon mal. Ich greif schon mal an. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht denken. Das lädt immer noch auf. Kann mir nicht Ewigkeiten Zeit hier, ne? Ich brauche ein Ziel. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich belege trotzdem gerade, wer der Tank bei uns angeblich ist. Das kann ja nicht der Hunter sein. Generell fehlt hier noch einer. Nämlich der Paladin hier. Wenigstens legen wir jetzt schon mal los. Alter, die haben einen Damage hier schon wieder, ne? Das ist ja... ist ja nicht normal. Und da soll der normale Magier mithalten können. Ich lache später. Aua. Diese miesen Viecher haben mir gerade ganz schön zugesetzt. Wo? Ach, da ist er. Lüstern mir zu. Feinde nähern sich. Unser Tank ist da. Der Monk ist nämlich die Idee. Das war von Anfang an gar nicht so einfach zu erkennen. Ja, jetzt haben wir hier den Boss gepult direkt. Der war ganz interessant. Früher, weil niemand genau wusste, wie man diesen dämlichen Erfolg bekommt. Was macht er denn da? Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht wirken. Ah, der hat keine Ahnung von dem Boss anscheinend. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Erhebt euch! Kann ich noch nicht wirken. Also, für alle, die auch nicht wissen, wie dieser Boss funktioniert. Der Boss, ihr seht's, ist in einer Bubble. Und diese Bubble schützt ihn vor... ja, ich komme ja kaum zum Damage machen. Diese Bubble schützt ihn vor sämtlichen eintreffenden Schaden. Und die einzige Möglichkeit, den Boss zu besiegen, ist, diese Bubble zu entfernen. Und diese Bubble entfernt man, indem man 4 von diesem verderbten, lebendigen Wasser tötet. Wie mein DBM hier auch die ganze Zeit schön, die ganze Zeit dick ins Bild wirft, ja, mit den Textnachrichten. Und jetzt haben wir noch ein einziges, das müssen wir vernichten. Und wenn wir das getan haben, geht die Bubble weg. Scheiße, jetzt habe ich den Boss angegriffen. Das wollte ich gar nicht. Und jetzt habe ich 3 anstelle von 4 gerückt. Junge, Junge, Junge. Man merkt, dass es noch verhältnismäßig früh am Tag ist. Seht die Macht des reißenden Wassers. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Euer Anliegen ist hoffnungslos. Lehen! Verzögert nur. Jetzt muss man hier nämlich die ganze Zeit rumtänzeln. Kommt rein. Das Wasser ist warm. Kann ich noch nicht. Aber man sollte vielleicht besser hier in der Bubble bleiben. Ja, und wenn man damals den Erfolg haben wollte, dann musste man es so machen, dass man während dieser ganzen Killphase nicht dieses Wasser berührt hat. Man durfte also nicht zu einem einzigen Zeitpunkt das Wasser hier berühren. Ansonsten war der Erfolg zunichte. Also da musste man immer ordentlich aufpassen. Hier haben wir jetzt einen richtig crappigen Drop, den anscheinend wirklich gar keiner aus unserer Gruppe braucht. Und jetzt geht's direkt zum nächsten Boss. Ist auch eine irritierende Sache, dass der erste Bossraum eine Sackgasse ist und dass man dann nochmal zurück muss und dann den zweiten Gang gehen muss. Man kann hier übrigens auch beim ersten Mal erst nach rechts gehen, also da, wo wir jetzt als zweites hingegangen sind. Ihr da,
in den Sparren. Meine ehrwürdige Bibliothek ist vom Schar besessen. Kann ich noch nicht wirken. Ach hier, das Schar haben wir noch gar nicht zugedeutet. Ihr seht, ich bin hier, was den Damage angeht, keine Konkurrenz für die anderen DDs hier. So traurig das ist, man muss es wirklich zugeben. Oh, die Musik ist auch richtig creepy hier. Seht, wie sie aus sämtlichen Buchstaben. Obwohl ich jetzt hier gerade übrigens ganz gut Damage gemacht habe bei dem Ad davor. Sterben, sie entfallen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das hält immer noch auf. Oh, ich glaube, hier könnte ich jetzt gleich brillieren. Vom Damage. Nee. Oder? Naja, doch. 1500 DPS geht. Ich flehe euch an, gütige Fremde. Reinigt diesen Ort von ihrer unreinen Präsenz. Wieso visiere ich nicht den letzten an, der keine lebende Bombe hat? Ich finde das nervig. Eigentlich müsste ich mit dem Tab eigentlich immer die Ads tabben, die den Debuff noch nicht haben. Das ist eigentlich, dachte ich, wäre das so die normale Regelung hinter dem Ganzen. Schnell, ach, der Boss. Unsere geschätzte Geschichte für immer. Hier können zwei Arten von Bossen spawnen, das ist eine davon. Mir, dass die Geschichte von Sao Sonnensucher vor unseren Augen zum Leben erwacht ist. Der Legende zufolge. Gefühlt war das immer der Boss, der seltener gekommen ist. Also vielleicht ist er das tatsächlich. Vielleicht, also wie gesagt, die können zwei Arten von Bossen spawnen. Einmal so drei Pandaren und einmal diese komischen Sonnen. Und diese Sonnen habe ich sehr, sehr viel seltener gesehen. Meistens waren es dann diese Pandaren, die man gleichzeitig umhauen musste. Ich weiß gerade auch gar nicht genau, was diese Sonnen können. Ich werde dies nicht länger zulassen. Das lädt immer noch auf. Das Feuer brennt die Bibliothek nieder. Bitte, Helden, treibt dieses Böse aus, bevor der Tempel in Asche zerfällt. Hatte ich ja lange nicht mehr in WoW. Ist das ein Lag verbunden mit einem DC? Hi. Ja, ein DC. Nice. Wunderbar. Ey, ich raste aus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, Blizzard hat ist nicht der Tag von Blizzard. Hallo? Ich guck mal eben, ob mein Internet noch da ist. Ja, also Internet ist noch da. Was soll man dazu sagen? Blizzard liebt mich. Ach, komm schon. Man versucht mir auch wirklich wieder alle Steine in den Weg zu werfen, die nur so möglich sind. Also, was hat das hier zu bedeuten? Tja, liebe Leute, da muss ich jetzt hier leider, es tut mir leid, den Part beenden. Und dabei hat das so gut begonnen. Wir hatten einen schönen Dungeon-Part. Lief alles super und dann kommt dieser Schmarrn hier, ne? Also dann gehen wir demnächst nochmal in die Instanz. Ich versuche jetzt noch einmal. Nee. Gut, liebe Leute. Das war's an dieser Stelle. Beschissenes Ende. Props an Blizzard für diese Glanzleistung. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und ich hoffe, der wird ein angenehmer, der Part. Macht's gut, ciao.